Ja, fast 2 Jahre dauert der Krieg schon an und kein Anzeichen dafür, dass er bald zu Ende gehen wird. Die Ukraine diskutiert jetzt darüber, wie sie die Armee mit mehr Soldaten noch einmal aufstocken kann. Das Militär will bis zu 500.000 Mann zusätzlich mobilisieren. Nur im Land wird das schwierig. Naja, und da hat der Verteidigungsminister der Ukraine jetzt an die vor dem Krieg geflüchteten Ukrainer im Ausland appelliert, doch zurückzukehren, die Heimat zu verteidigen. Gezwungen werden können die Ukrainer nicht, aber auch dieser Appell wird von deutscher Seite unterstützt. Achim Unser. Die Ukraine steht vor einem weiteren harten Kriegswinter und viele Soldaten brauchen dringend eine Pause. Andere sollen jetzt mal an die Front. Doch es gibt nicht genügend Freiwillige. Die ukrainische Regierung will deshalb im kommenden Jahr auch im Ausland lebende Ukrainer zum Wehrdienst heranziehen. So, we said. Wir haben gesagt, was sind denn die Altersgrenzen und wo befinden die sich gerade? Wenn wir das machen, dann laden wir alle ein, die ein gewisses Alter haben, um in der Armee zu dienen. Und wir besprechen auch, was passieren soll, wenn sie nicht freiwillig kommen. Seit Beginn des Krieges sind 6,3 Millionen Ukrainer geflohen, fast alle in die EU, darunter mehr als 650.000 Männer. In Deutschland halten sich offiziell knapp 200.000 ukrainische Männer zwischen 25 und 60 Jahren auf. Kiews Bürgermeister Klitschko begrüßt den Vorschlag des ukrainischen Verteidigungsministers, zweifelt aber am Erfolg der Idee. Glaube ich, umsetzen gesetzlich ist fast unmöglich oder wird sehr, sehr schwierig sein. Zumal es Ausnahmen gibt. Wer 3 Kinder hat, darf nicht gezogen werden. Ukrainische Einberufungsbescheide dürfen deutsche Behörden kaum weiterleiten und das EU-Recht verbietet die Auslieferung aus militärischen Gründen. Man kann sich jetzt wirklich nicht vorstellen, dass ukrainisches Militär die Genehmigung kriegt, die eigenen Leute hier irgendwie aus Deutschland oder aus anderen Ländern rauszuholen. Der Appell des Verteidigungsministers an die Ukrainer in Deutschland müsse aber politisch unterstützt werden, meint die CDU. Ich meine, diese Menschen halten sich hier auf, weil dort Krieg geführt wird. Und sie müssen einfach einen Beitrag dazu leisten, dass dieser Krieg beendet wird. Es helfen ja alle Lieferungen von Panzern oder Luftabwehrraketen nichts, wenn kein Personal da ist, welches das bedienen kann. Deshalb solle die Einladung des ukrainischen Verteidigungsministers zum Mitkämpfen von deutschen Behörden zumindest weitergeleitet werden. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.